Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lost Sphere. Wir sind jetzt in Villia angekommen und schauen uns hier mal um, würde ich sagen. Mal gucken, was hier so im Innen abgeht. Es kommen viel weniger Besucher aus dem Königreich als früher. Also ich habe eine tolle Sammlung von traditionellen Vasen. Ich könnte sie ausstellen, damit die Leute sie bewundern. Natürlich brauchen sie etwas Spucke und Politur. Ach, das bedeutet Arbeit. Ist sonst nichts. Was kosten hier eine Übernachtung? 300. Ihr Schweine. Palusso ist die beste Sängerin, die die Stadt, nein, die die Welt je gesehen hat. Vielleicht könnte sie sogar ein größerer Star werden als das Tanzmädchen. Ich träume davon, eines Tages wie diese Tänzerin auf der Bühne zu stehen. Ach ja, ich musste nachher zum Gesangsunterricht. Ist mir gerade eben auch, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich mache eine längere Session und ich habe mir gerade nochmal die Folge ein bisschen angeguckt. Und irgendwie, ich weiß nicht, was los ist, wenn ich hier so vorlese und so, das merke ich manchmal auch im Stream. Da verlese ich mich so unglaublich. Ich weiß auch nicht, wieso. Das tut mir leid. Also ich hoffe, das nimmt ihr mir nicht zu übel. Wüstenzitrone. Ich habe vor Jahren selbst auf dieser Bühne gestanden. Schwer vorzustellen, was? Was für ein hübsches Mädchen. Hallo, hier ist die Karte. Was darf's sein? Was für eine Zutat suchst du denn? Ich brauche Creme-Avocados für Avo-Salat. Kannst du mir helfen? Wenn du Creme-Avocados hast, dann brauche ich sie. Ach, wirklich? Ich glaube aber nicht, dass wir sowas haben. Wir haben schon viele Sachen, aber Creme-Avocado habe ich nicht gelesen. Wenn ich zufällig... Nee. Sorry, habe ich nicht. Okay, Nana-Pizza. Erhöht erhaltene EP und Geld. Okay. Das Geheimnis leckerer Gerichte ist das saubere Wasser des Dorfes. Ich war einst ein Fischer mit leuchtenden Augen, aber dann verliebte ich mich. Sie hat mich angesehen. Hast du gesehen? Die Tänzerin hat mich angesehen. Ich werde eine Frau wie sie heiraten. Denn so eine wie sie mich lässt, natürlich. Hehe. Mani. Hallo, Mani. Okay. Da liegt doch noch was. Dämonenrosmarin? Was stand da jetzt? Habe ich es einfach weggeklickt und nicht vernünftig gelesen. Aber wieder irgendeine Zutat, die wir später brauchen. Ist alles gut. Min, diese 50 Jahre waren die besten 50 Jahre meines Lebens. Danke. Ich sollte dir danken für deine große Liebe in all diesen Jahren. Danke. Na, du kennst mich ja. Hier hast du was. Zu unserem Jubiläum. Für mich? Das war doch nicht nötig. Sind alle hier so in Love, oder was? Ich mache diesen Kuchen für meine liebe Frau. Ich hoffe, sie mag ihn. Ich kam als junge Braut her. Wie alt ich war? 14, glaube ich. Mein Mann sollte sich schämen, dass er sich in seinem Alter in eine Tänzerin verguckt. Ein kleiner Moment. Meine Katze wollte raus und die Tür war zu sehr angelehnt. Was haben wir denn hier? Honigtomate. Anscheinend steht die Brücke bald wieder. Na endlich. So, sie ist gerade... Oh, ein Artefaktwissen. Es ist ein seltsam aussehendes Buch. Ne, das Vermächtnis von Gaiterra, Gedankenspiele, Buch 3. Es erzählt von einer Frau, die viele ruhige Tage auf einem vielfarbigen Strand verbrachte. Neues Artefaktwissen erhalten. Prismasee. Ja, da wieder die Leseskills, aber sowas von am Start.
Ich mag es nicht, ohne Grund mit Menschen zu reden. Ja, dann lassen wir es halt. Mein Gott. Die Brücke wird also gerade repariert, was? Sieht ganz so aus. Aber das ist der einzige Weg zum Königreich. Das Glück ist uns nicht hold. Verzeihung, aber was ist mit der Brücke los? Hä? Dumme Frage? Siehst du nicht, dass sie repariert wird? Wie lange wird das dauern? Keine Sorge, morgen könnt ihr sie überqueren. Pah, was sollen wir denn bis morgen in so einem Kuhkauf anstellen? Wir können es nicht ändern, dann müssen wir eben bis morgen warten. Im Krieg nutzt der kluge Soldat jede Chance, sich auszuruhen. Morgen geht es weiter. Ihr habt es eilig, wie? Tut mir leid, aber bei dieser Arbeit kann ich nicht pfuschen. Ihr müsst schon bis morgen warten. Nach langen Arbeitstagen bin ich dankbar, dass ich mich hier ausruhen kann. Der Service ist gut, das Essen lecker und die Tänze sind unterhaltsam. Ein Fossil erhalten. Zum Verkaufen. Das mit dem Wasser ist aber auch schön gemacht, oder? Das Wasser ist jetzt nicht ultra schön, aber dass diese Wellen auch wirklich bis... Ja, okay, sie stoppen irgendwann, aber es sieht trotzdem ganz, ganz fein aus. Wo ist mein Tamos? Waren seine lieben Worte nur ein schlechter Scherz? Unser erstes Date. Ruiniert. Wie gemein. Er weiß, dass wir verabredet sind. Habe ich was falsch gemacht? Was haben wir hier denn? Hier kann man angeln. Komm. Einmal so ein Anstandsangeln. Wie gesagt, irgendwann, wie gesagt, wie oft will ich das noch sagen? Ich möchte ja gerne Platin machen. Und euch auch so weit wie möglich da mitnehmen. Neuer Trank am Haken, nicht schlecht. Und dafür gibt's ja, dass man alle möglichen Sachen einmal isst und so. Und da müssen wir ja Fische fangen. Das werde ich euch nicht antun. Das müsst ihr euch nicht ansehen. Aber wenn wir dann die Sachen essen und so weiter, werde ich mich darum kümmern, dass wir darüber noch ein Video machen. Ja. So war der Plan. Dunsterinnerung. Oh, eine Sauna hier. Heiß, so heiß. Es ist so heiß. Aber je länger ich aushalte, desto erfrischender ist es, in den See zu springen. Hm, junger Mann. Wie lange willst du noch hier bleiben? Die Ältesten brauchen auch mal eine Pause. Ich hab schon wieder nicht drauf geachtet, wann ich angefangen habe, ne? Ich bin echt eine Graupe. Er soll aufhören, von seinem Fang zu reden. Er hatte einfach nur Glück. Ich zeig's ihm. Ich fange einen größeren. Dann sehen wir, wer besser ist. Ich gehe mit meinem Opa spazieren. Der See ist so schön. Er liebt es, herzukommen. Und ich liebe es, ihn zu begleiten. Toller Ausblick, was? Ich freue mich jeden Tag darauf, hier spazieren zu gehen. Aber irgendwas ist merkwürdig an dem Dorf. Ich weiß nicht ganz genau, was, aber irgendwie kommt mir das alles hier ein bisschen... Ne? Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber... Irgendwie geht's hier so um Liebe, ein Date ruiniert, die Tänzerin ist, glaube ich, auch irgendwie merkwürdig. Ich weiß es nicht. Morgen ist die Brücke zur königlichen Hauptstadt wieder in Betrieb. Wer uns wohl alles besuchen wird? Die königliche Hauptstadt ist sicher ein Besuch wert. Wie es da wohl ist... Vielleicht treffe ich meinen Traummann. Vielleicht heiratet er mich. Oh, ich habe so viel zu tun. Wie soll ich das nur alles bis morgen schaffen? Irgendwas ist hier... Diese Brücke führt zum Königreich. Morgen wird sie repariert. Ja, ich kann es auch kaum erwarten. Ich kann es kaum glauben. Hätte nie gedacht, so einen Brummer zu fangen. Wenn ich Glück habe, macht mich das zur Anglerlegende. Ob ich heute noch einen größeren fange? Ha! Das wäre echt Glück. Niemand fängt zwei so große Fische in seinem Leben. Du hättest den Fisch sehen sollen, den ich gefangen hatte. Konnte ihn gar nicht allein rausziehen.
Glanzstein. Wow, wow. Okay, okay. Sorry, sorry. Das ist mit mir durchgegangen. Quellwasser. Was wollen wir mit so viel Quellwasser? Ich bin nur gekommen, weil der Depp sagte, wir müssten seine Familie besuchen. Und was tut er? Lässt mich hier zurück und geht allein aus. Dieser Vollidiot. Ich gehe täglich ins Gasthaus, um die Tänzerin zu sehen. Aber sag das nicht meiner Frau. Ich bin froh, dass meine Enkel mich besucht. Aber ich bemitleide ihn. Seine Eltern streiten sich immer. Nicht, dass sich das ändern könnte. Ich bin wohl der Grund für all ihre Streitigkeiten. Mama ist wieder mies drauf. Schnell, versteck dich. Oje, oje. Hehe, willst du wissen, was ich heute gesehen habe? Wetten das? Okay. Okay. Das ist ein seltsam aussehendes Buch. Buch 4. Es erzählt von einem berühmten Ritter, der alles riskierte, um einen riesigen Turm zu erobern. Neues Artefaktwissen erhalten, große Rune. Was ich mich auch schon frage, wie weit sind wir eigentlich im Spiel? Also, ich kann das irgendwie überhaupt nicht einschätzen. Im See schwimmen ist toll, aber das Wasser ist einfach so verdammt kalt. Liebster Pineo, unser erstes Date, endlich. Kaum zu glauben, dass sie mich so, wie ich... Dass ich mich so mag, wie ich sie. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Sie hat sich etwas verspätet. Sie hat das doch nicht eingefädelt, um mich wie einen Idioten abblitzen zu lassen. Der Hafen ist so beruhigend, da erholt sich die Seele. Hast du Pineo gesehen? Nein? Vielleicht sollte ich einfach heimgehen. Natürlich haben wir sie gesehen. Sind wir jetzt wieder... Jetzt sind wir wieder hier oben. Vielleicht soll ich noch einmal mit Pineo... Das ist doch Pineo, oder? Ja, wie gemein. Achso. Ja, wir wissen, wo die ist. Wieso... Was... Sind wir wieder hier. Hier sind wir lang gegangen. Da kamen wir her. Haben wir alles durchsucht, oder? Ich denke, es geht bestimmt auch weiter, weil irgendwas mit der Tänzerin ist. Habe ich irgendwie das Gefühl. Pass auf, was du tust. Du hast versprochen, nichts zu berühren. Hä? Ich verspreche, es im Haus zu behalten und nicht zu benutzen. Bitte, Opa. Nee. Er hat bestimmt jetzt auch schon wieder, wenn ich... Rosa ist blind. 5500. Ich hab kein Geld. Ich hab doch kein Geld. Ist schon allein, dass für jeden eine Waffe dabei ist, ne? Einfach mal 4K kostet. 8, 12, 16, 20, 24, 28K. Nur allein die Waffen zu haben. Und dann haben wir auch noch die Maske Rüstung, die Galdra getragen hat. Also ich kann eigentlich schon wieder ankündigen, dass wir anscheinend noch, eine Runde farmen werden wieder. Es tut mir leid, hätte ich gewusst, dass so viel Gefahr... Also wir probieren es natürlich erstmal so. Wir sind ja auch eigentlich relativ gut aufgelevelt. Aber die möchten wir ja trotzdem haben. Das sind gerade die besten Waffen. Wieso sollten wir sie uns nicht holen, ne? Jetzt sind wir schon bei 6 Bionids. Wir speichern mal, bevor wir da reingehen, weil wir ja nicht wissen, was da so abgeht. Clear. Ah! Oh nein. Was ist passiert, Xenia? Hört sich an, als wäre etwas Großes in 1000 Stücke zersprungen. Die Vase, unser kostbares Erbstück.
zerbrochen. Was? Du meinst das Kronjuwel, das deine Familie seit Generationen weitergibt? Mit dem du immer angibst? Als ich sie polierte, ist sie mir aus der Hand gerutscht. Nein! Oh je, mein Vorfahren werden mir niemals verzeihen. Werter Herr, verzeiht die Störung, aber könnten wir bitte ein Zimmer bekommen? Oh, willkommen, natürlich. Wir freuen uns stets über Gäste. Schade um die Vase. War sie sehr teuer? Sie war wie ein Kronjuwel und wird seit Generationen in meiner Familie weitergegeben. Von all meinem Besitz lag nur sie mir wirklich am Herzen. Alles zerfällt mal zu Staub. So ist der Lauf der Welt. Das muss man akzeptieren. Aber ein Familienerbstück. Das kann ich nicht akzeptieren. Ob ich die Scherben wohl zusammenkleben könnte? Wir haben in letzter Zeit alles gegeben, also sollten wir hier Kraft tanken. Den Himmel sei Dank, ich könnte eine Pause gebrauchen. Verehrte Gäste, bitte kommt in den Speisesaal. Wisst ihr, ich habe früher Theater gespielt, ihr werdet es nicht bereuen. Lasst es euch schmecken und lehnt euch gemütlich zurück. Das klingt nicht uninteressant. Na, bist du ein Reisender? Sieh mir beim Tanzen zu. Je größer mein Publikum, desto mehr komme ich auf Touren. Tut mir leid, bin nicht in der Stimmung. Such dir jemand anders. Ach, du bist wohl nicht interessiert, was? Hat er doch gerade gesagt. Dieser Vaughn, er ist noch mürrischer als sonst. Sein Pflichtbewusstsein ist stark, darum ist er so angespannt. Ist doch verständlich in dieser Lage, oder? Wir sollten uns alle in unserem Zimmer ausruhen. Dianto? Wer hätte das gedacht? Interessierst du dich fürs Tanzen oder für die Dame? Nein, das ist es nicht. Ich will nur... Hey, du da drüben, Großer. Willst du mich vielleicht tanzen sehen? Oh, Verzeihung. Ich habe mich wohl getäuscht. Gehen wir. In Ordnung? Was ist mit ihr nicht richtig? Was ist mit ihr nicht richtig? Mist, warum müssen wir hier Zeit verschwenden? Vaughn, ich kann dich verstehen, aber Wut repariert die Brücke auch nicht schneller. Kanata hat recht, wir dürfen nicht unachtsam werden. Das Problem ist und bleibt der Georit. Der Georit, wie auch immer. Wir haben seit dem letzten Mal nichts mehr von ihm gehört. Aber wir legen uns besser eine Strategie für ihn zurecht. Der Geoid ist die neueste Waffe des Imperiums und beruht auf Vulkus-Jut-Technologie. Sein künstlichen Energiesystem verleihen ihm gewaltige Stärke und erlaubt ihm, auch lange Kämpfe durchzustehen. Das klingt, als wüsstest du eine Menge über das Ding. Mein Vulkus-Jut ist für einen befehlshabenden Offizier konfiguriert. Er hat Zugriff auf alle vertraulichen Daten der Armee. Als ich mich in Judgebury erholte, brachte ich viel über den Geoid in Erfahrung. Sehr schlau. Der Geoid sieht also aus wie ein Mensch. Er ist sterblich, aber in seiner Brust sitzt ein organischer Befehlschip. Dieser enthält KI-Schaltkreise für Kampfsituationen und steuert sein Handeln. Solange dieser Chip bleibt, wo er ist, kämpft der Geoid, ob er will oder nicht. Ob er will oder nicht? Ist es eine Art Gehirnwäsche? Etwas in der Art. Jemanden seinen freien Willen zu rauben, ist unverzeihlich. Zu wissen, dass sie Menschen waren, erschwert den Kampf gegen sie. Morgen, wenn wir von hier aufbrechen, schmieden wir eine Strategie gegen den Geoid. Geoid, wie auch immer. Die Brücke müsste jetzt repariert sein. Gehen wir dorthin. Und vorher speichern wir natürlich mal wieder.
Weil wir sind speichersüchtig. Naja, so oft wie wir hier schon tot umgekippt sind, ist es nicht verkehrt. Man, diese 50 Jahre waren die besten. Ich sollte dir danken für deine große Liebe in all diesen Jahren, danke. Na, du kennst mich ja. Hier hast du was zu unserem Jubiläum. Für mich? Das war doch nicht nötig. Die beiden Alten scheinen mir das glücklichste Paar der Welt zu sein. Ja, aber hast du ihn gehört? Er sagte, heute wäre ihr Jubiläum, aber... Genug, liebes Geflüster, ihr zwei. Wir müssen heute noch weiter. Vaughn, was ist mit dir los? Irgendwas stimmt mit Vaughn schon wieder nicht. Aber mit der ganzen Stadt stimmt etwas nicht, weil ich denke... Wir sind einfach in der Zeit stehen geblieben. Anscheinend steht die Brücke bald wieder. Na endlich. Hey du V-Pelz, die Brücke ist ja noch nicht repariert. Herrschaftszeiten, was soll denn die Aufregung? Dumme Frage, siehst du nicht, dass sie repariert wird? Keine Sorge, morgen könnt ihr sie überqueren. Übernachtet im Dorf und kommt morgen wieder. Hast du uns das gleiche nicht gestern schon gesagt? Was, gestern? Quatsch. Ich sehe euch doch heute das erste Mal. Der hat vielleicht Nerven, spielt den Unschuldigen, um seine Faulheit zu vertuschen. Was hast du da gerade gesagt? Schluss damit, Vaughn. Wir wollen keinen Streit anfangen. Es wäre nachvollziehbar, wenn es eine Verzögerung gäbe. Aber hier wurde noch gar nicht gearbeitet. Was wisst ihr schon? Ich habe doch gesagt, ich mache es heute noch. Morgen bin ich fertig. Wofür haltet ihr euch überhaupt, einfach hier aufzukreuzen und sich zu beschweren? Erinnerst du dich nicht an uns? Hä? Nein, ich kenne euch nicht. Hab euch noch nie im Leben gesehen. Aus welcher Anstalt seid ihr denn ausgebüxt? Das könnten wir dich ebenso gut fragen. Wir waren gestern hier und haben mit dir gesprochen. Erst beschweren und dann wirres Zeug reden. Oder wollt ihr mir etwa weismachen, ich wüsste nicht mehr, mit wem ich gestern geredet habe? Hä? Nein, dumm ist das falsche Wort. Ein Hornochse bist du. Du Lackaffe, das soll dir leid tun. Schluss damit, habe ich gesagt, Vaughn. Stolzieren hier an und meckern über meine Arbeit. Zieht Leine und lasst euch nie wieder blicken. Das ist höchst sonderbar. Wir werden uns nicht einig. Dabei scheint er nicht zu lügen. Sein schlechtes Gedächtnis ist mir egal, aber dass die Reparatur sich verzögert, ist unannehmbar. Warum gehen wir nicht wieder zur Herberge und überlegen, wie es weitergeht? Wir laufen hier jetzt nochmal rum. Hier liegt noch ein Fossil. Zufällig ein Fossil. Wie gemein, okay. Ist es wirklich der gleiche fucking Tag? Ja, gehen wir nochmal zur Herberge. Liebste Pineo, unser erstes Date, endlich. Kaum zu glauben, dass... Sie hat sich etwas verspätet. Dieser Mann war gestern auch hier. Ich schätze, sie ist doch nicht gekommen. Der ist doch egal. Die königliche Hauptstadt ist nur einen Steinwurf entfernt. Verdammt. Das reicht, Vaughn. Wutanfälle sind keine Lösung. Wir sollten weitergehen. Die königliche Hauptstadt liegt gleich auf der anderen Seite. Warum müssen wir... Was bleibt uns für eine Wahl? Der Arbeiter sagt, er sei noch nicht fertig. Dieses Faultier, ein Pfeil in den Podex würde ihm bestimmt Beine machen. Ruhig, Blutwurm. Wir werden schon von Soldaten verfolgt. Das reicht an Ärger. Clear. Ah! Oh nein! Was ist passiert, Xenia?
Hörte sich an, als wäre etwas Großes in 1000 Stücke zersprungen. Die Vase, unser kostbares Erbstück, zerbrochen. Was? Du meinst das Kronjuwel, das deine Familie seit Generationen weitergibt, mit dem du immer angibst? Als ich sie polierte, ist sie mir aus der Hand gerutscht. Nein! Oh je, meine Vorfahren werden mir niemals verzeihen. Herrje, es ist ihm schon wieder passiert. So ein Tollpatsch. Nein. Ich glaube nicht. Ich probiere mal was aus. Nanu, was denn ausprobieren? Werter Herr, verzeiht die Störung, aber könnten wir bitte ein Zimmer bekommen? Was? Galdra, haben wir denn nicht gestern schon? Oh, willkommen, natürlich, wir freuen uns stets über Gäste. Wusste ich's doch. Von all meinem Besitz lag nur sie mir wirklich am Herzen. Werter Herr, das sah eurem Erbstück sehr ähnlich. Hattet ihr zwei identische Vasen? Hattet ihr nicht gestern erwähnt, nur eine einzige zu besitzen? Was? Ihr müsst mich wohl mit jemandem verwechseln. Ich habe diese Vase eben erst zerbrochen. Diese Vase war eine echte Kostbarkeit, ein Einzelstück. Aber gestern sahen wir, wie ihr eine ganz ähnliche Vase zerbracht. Ohne jeden Zweifel. Gestern? Haha, normalerweise bin ich immer zu Späßen aufgelegt. Aber ihr kommt heute das erste Mal in meine Herberge. Da bin ich mir ganz sicher. Ich vergesse nie das Gesicht eines Kunden. Das ist doch unmöglich. Ihr verwechselt sicher meine Herberge. Wobei dies die einzige richtige Herberge in diesem Dorf ist. Hier ist etwas faul. Ich würde sogar sagen, oberfaul. Du bist ja noch hier. Noch nicht zu deinem Abenteuer aufgebrochen, hm? Dann musst du mir heute unbedingt beim Tanzen zusehen. Je mehr Publikum, desto besser tanze ich. Wir bitten mit Tänzen um den Segen unserer Vorfahren. Das verlangt Ehrfurcht und Respekt vor Tradition. Unsittliche Tänze für Gold können mir gestohlen bleiben. Für so ein süßes Ding bist du ganz schön spröde. Ihr könnt ja nicht über die Brücke und sitzt hier fest. Was spricht also dagegen, mir beim Tanzen zuzusehen? Na schön, ich sehe dir zu. Aber dann musst du 3 Tage und 3 Nächte durchtanzen. Kapiert? Und jetzt tanz, tanz! Mann, du führst dich scheußlich auf. Beherrsch dich. Morgen könnt ihr über die Brücke. Genießt jetzt meine Tanz. Klappe. Wenn du so dringend tanzen willst, dann tanz doch einfach. Oh, wie schade. Na schön, dann tanze ich eben, wie es mir gefällt. Noch nicht zu deinem Abenteuer aufgebrochen. Das hat sie gesagt, oder? Was meinst du, Dianto? Vielleicht täusche ich mich, aber mir kommt das seltsam vor. Was ist daran seltsam? Erst will ich etwas überprüfen. Verzeihung, werter Herr. Ja, womit kann ich dienen? Verzeihung, ich wollte euch nicht erschrecken. Wisst ihr, wie lange diese Tänzerin schon hier ist? Mal nachdenken, sie ist schon länger hier. Stört euch die Art und Weise, wie sie tanzt? Nein, sie ist also nicht erst seit gestern oder heute hier, wie? Das war alles, was ich wissen wollte. Danke für eure Zeit. Ah, so ist das also. In diesem Fall wäre es wohl möglich? Das nenne ich eine Überraschung. Angenommen, du hast recht, Dianto. Wie sollen wir das beweisen? Indem wir mit ihr reden. Die Dorfbewohner oder die Tänzerin, wer spricht die Wahrheit? Hä, habe ich jetzt irgendeinen Dialog gerade verpasst? Also dann, Dianto, unterhalten wir uns mit ihr. Hey,
ihr tut so, als wüsstet ihr, was hier gespielt wird. Tja, ich natürlich auch. Nur, dass ihr es wisst. Aber, was meintet ihr wegen der Dorfbewohner und der Tänzerin? Natürlich erstmal noch den Ahornvogel aufnehmen und die Knacksellerie. Oh, dann wollt ihr mir doch beim Tanzen zusehen, wie? Ja, das könnte interessant werden. Hihi, ich werde euch mit meinem Tanz bezaubern. Nun denn, bleibt und seht zu, bis die Brücke morgen repariert ist. Vor deinem Tanz möchte ich dich etwas fragen. Ja? In diesem Dorf scheint sich der heutige Tag unaufhörlich zu wiederholen. Das verstehe ich nicht, wovon sprichst du? Eine Brücke ist kaputt, die heute repariert sein sollte. Eine Vase zerbrach gestern und fiel heute wieder zu Boden. Ich verstehe das auch nicht. Heute wiederholt sich. Darum erinnern sich die Hiesigen und der Wirt nicht an uns. Egal wie oft wir ihnen begegnen, sie reagieren immer, als sei es das erste Mal. Keine Ahnung, wovon du sprichst. Wenn ihr mir nicht beim Tanzen zusehen wollt, dann verschwindet. Die Dorfbewohner merken nicht, dass der Tag sich wiederholt. Das können sie auch nicht, da ihr Morgen täglich durch das Heute ersetzt wird. Sie haben keine Ahnung von der Zeitschleife. Mit anderen Worten, nur Leute von außen können sie wahrnehmen. Und doch hast du dich an unsere Begegnung gestern erinnert. Es ist interessant, dass du die Einzige bist, nicht wahr? Also, warum verrätst du uns nicht, wie das sein kann? Es ist ein Jammer. Ihr solltet wissen, dass Unwissenheit ein Segen ist. Euer Tod hätte schmerzlos sein können. Versteinert durch meine Anmut. Vaughn. Mit Unwissenheit wärt ihr besser dran gewesen. Jetzt seid ihr verdammt. Greift sie euch. Nein, sie ist entkommen. Verflixt, warum konnte die mich so überrumpeln? Los, wir müssen ihr schnell hinterher. Vaughn, halt mal kurz still, du bist verletzt. Hör auf sie, Vaughn. Die Tänzerin ist eventuell Teil eines bösen Plans des Imperiums, uns zu fassen. Also Vorsicht, sonst laufen wir unseren Häschern noch ins offene Messer. Ich und meine Leseskills wieder. Ja, Obaro hat recht. Ich schlage vor, wir bilden zwei Gruppen. Das erhöht unsere Chance. Kanata und Vaughn sollten hier Wache halten. Gute Idee. Wir warten hier auf euch. Mist, ich sollte derjenige sein, der die Hexe schnappt. Lumina und die anderen verlassen die Gruppe. Wie geht es dir, Vaughn? Sie hat nicht so viel Unheil angerichtet, wie sie vorhatte. Nur mein Stolz ist mächtig angeknackst. Sie hatte dich kalt erwischt, das passiert jedem Mal, schwamm drüber. Das nächste Mal, wenn ich diese Hupfdohle begegne, fällt der Vorhang. Wo bleiben die anderen? Sie sind schon recht lange weg. Die kommen schon zurecht, wo sie auch sind. Ist aber wirklich schon eine Weile her. Das ist mir nicht geheuer, Kanata. Wir sollten ihnen folgen. Okay. Wo sollen wir denn hingehen? Aber wo sind sie hingegangen? Ich empfange ein Vulkusführsignal. Los, dem gehen wir nach. Das Signal scheint von Osten zu kommen, von ziemlich weit her. Aus dem Osten, da liegt ein Moor. Der Sumpf im Südosten von Villia. Das ist Marschende. Okay, meine Lieben. Hier machen wir dann aber einen Cut. War heute dann wieder eine Story-Part. Aber gut, dafür geht dann morgen wieder die Action los. Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.